Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play von The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Die nächste Aufnahme, nachdem wir hier gerade die Schuhe in dem Quest angenommen haben und sehr viele Meter laufen müssen. Ich aber natürlich angedroht habe, dass wir jetzt mit vielen, vielen Leuten sprechen werden. Auf dem Weg dann immer noch zu weiteren Nebenquests, aber wir haben erstmal noch eine ganze Menge hier in der Straße, in der Stadt hier, in der Vancouver Street anzuschauen. Ich glaube, mit allen hier vorbeigehenden Passengern haben wir schon gesprochen. Aber dann gehen wir mal hier in die Orbit Factory rein. Schauen, was wir hier vielleicht noch für Informationen erhalten. Der Laden, läuft schon seit der Generation meines Urgroßvaters. Deswegen sieht er nicht unbedingt sehr modern aus. Aber wir sind genauso gut wie jede von diesen fancy neuen Orbis-Geschäften, die es überall gibt. Ja, überall tauchen diese Orbel-Läden in letzter Zeit auf. Sie verkaufen die allerlei Orbel-Technologie, die man sich, also jede Technologie, die man sich noch vorstellen kann. Aber so Workshops wie meinen werden sie nicht allzu bald aus dem Geschäft treiben. Denn wir kennen uns noch besser aus als jeder andere. Okay, da fällt mir so nebenbei ein, haben wir eigentlich hier von jedem die Slots eigentlich schon komplett geöffnet gehabt? Haben wir. Da sind wir schon komplett. Was war nochmal Cover? Ach ja, das war das. Habe ich gerade noch irgendwas zum Verkaufen? Exchange Sepidmasse haben wir auf jeden Fall 500. Kann ich nochmal loswerden? Jawohl, ja. Haben wir 13.820. Davon können wir uns, glaube ich, vielleicht maximal ein oder zwei Ausrüstungssachen dann irgendwo kaufen. Ansonsten brauche ich, denke ich, erstmal nichts weiter. Ich glaube, bevor ich hier die Sachen verbessern kann, bräuchte ich dann erst die neuen Waffen. Ich glaube, ich habe immer noch die alten Waffen, weil ich erstmal zuerst die Rüstung in den Vordergrund gerückt habe. Also, dass wir mehr aushalten. Dafür teilen wir gerade wahrscheinlich weniger aus, als wir austeilen könnten, wenn wir schon uns bessere Waffen zugelegt hätten. Ich glaube, ihr, die hier so rumlauft, mit euch habe ich noch nicht geredet dann. Hier gibt es so viele berühmte Läden. Es gibt die Boutique, dann das Bifrost. Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, wo ich zuerst hingehen soll. So, touristentypisch sagt sie immer erstmal nur eine Sache. Du bist... Okay, ich glaube, mit dir haben wir auch schon gesprochen. An dich kann ich mich erinnern von der letzten Aufnahme. Prinz Olivier, Olivier, ich weiß gar nicht mehr, wie er so richtig ausgesprochen wird, zumal ich Trails in the Sky ja nicht damals angedubbt, also ohne die Synchronausgabe gespielt habe. Und ich glaube, noch nicht so weit gespielt habe jetzt mit dem ersten Teil, seit mir ein gewisser jemand den Voices-Patch gegeben hat, dass ich wüsste, wie er richtig gesprochen wird. Aber das tut jetzt auch nicht zur Sache. Auf jeden Fall, Prinz Olivier, ist sehr beliebt dieser Tage. Es hat sich bis er vor einem Jahr, zwei Jahren, wie lange dürfte das jetzt her sein innerhalb der Lore hier, auf jeden Fall, bis er aus dem Ausland in diesem weißen Luftschiff zurückkam, hat ihn kaum jemand beachtet. Aber das war ein ziemlich großes Ding. Ziemlich jeder in Heimdall hat über ihn geredet. Ich schätze mal, das ist eine Möglichkeit, wie man die Fantasie der Leute anregen kann. Prinz Olivier hat viele Auftritte in einigen High-Society-Galas Treffen hingelegt. Und was weiß man nicht so, was weiß ich so in letzter Zeit? Ich habe gehört, dass er ein hochklassiger Kumpane sein soll. Ja, unter den weniger glänzenden Descriptors, was das auch wieder ist. Ich habe hier gar keinen Browser im Hintergrund offen. Descriptors... Descriptor ist ein Beschreiber? Session Descriptor? Was? Less glowing descriptors. Okay. Gibt es noch irgendein besseres Wort für classy? Elegant, stilvoll, nobel. Sowas in Richtung. Genau. Ja, hier neue Waffen wären durchaus eine Variante. Zwei könnte ich mir mit etwas Verkauf sogar drei leisten.
Ich meine, dich setze ich sowieso meistens als Support ein. Okay, ich glaube, dann holen wir mal. Geht zwar ein bisschen Speed drauf, aber wir können sie ja dann noch verbessern. 330 und Range 1. Jawohl. Ich setze mal noch nicht ein. Auf jeden Fall Laura. Und es reicht sogar so. Gemini Star. So, die haben alle so Stärke um 320, 45, 330. Dann will ich mal gucken. Wenn wir die jetzt in der Orbital Factory verbessern, genug U-Material haben wir. Um wie viel stärker die denn dann werden? So, Customize Weapon. So, 365 Speed steigt auch wieder. Ranged Evasion. Ich glaube, das ist dann das, was praktisch wir jetzt verlieren würden. Plus eben noch mehr Stärke. Ruby Force, das können wir nicht. Der Zweihänder steigt von 35, glaube ich, auf 80. Causes Faint ist, glaube ich, bei allen noch mit dabei. Ne, außer beim Schwert. So, der Zweihänder und das Odd Eye hier geht von 320, was glaube ich bei Vieh, auf 355 und so weiter. Also lohnt sich auf jeden Fall, das immer zu verbessern. Kostet auch 500 Meter jedes Mal, sehe ich das richtig? Okay. Reicht tatsächlich noch genau für die drei. Und wenn wir dann jetzt equippen, werden wir nochmal den genaueren Unterschied sehen. So, dann steigt sogar Speed und Evasion im Endeffekt sogar an. So, den Zweihänder plus 85 und hier auch plus 85. Nice. Da haben wir unsere drei wichtigsten Angreifer. Auf jeden Fall auch schon mal mit besseren Waffen ausgestattet. Können die alten eigentlich auch verkaufen dann? Shop, Sell. Hier muss ich theoretisch aufpassen, weil wir haben jetzt einmal Schuhe gerade nicht an, die normalerweise Laura trägt, weil sie jetzt die anderen anhat. Ich glaube, das müssten die gewesen sein, aber ich glaube, die Rigged Shoes, die kann ich auf jeden Fall verkaufen hier. So, Waffen, Waffen, Waffen. Okay, dann einmal dich. Einmal dich. Und einmal dich. Und wenn wir noch ein paar weitere Sachen verkaufen würden, würde es vielleicht sogar reichen, um noch von einem vierten aus der Gruppe. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben Mira 3820. Mit dem Aufwerten zusammen bräuchte ich so wahrscheinlich um die 5000, damit wir die volle Gruppe schon mal aufgerüstet haben. Kriege ich das noch hin? Seins kostet 4200. Ich brauche also 4700 für einschließlich Aufwerten. Ich kann auch bestimmt irgendwelche Quarz, die ich viel zu viel habe, verkaufen. Wie zum Beispiel hier Attack 1. Was will ich mit dem Scheiß noch? Und damit haben wir schon genug. Okay. So, dann einmal dich. Dann bleibt jetzt zwar mal kurz Elliot außen vor. Also jetzt mal im Zuge des heutigen Tages sollten wir dann eigentlich auch noch genug finden, um auch noch ihn aufzuwerten oder seine Waffe, seinen Orbis Staff. So, nochmal customizen. Okidoki. Dann natürlich auch anlegen. Equip. Zack, auch plus 85. So, damit dürfen wir jetzt auf jeden Fall deutlich besser reinhauen, nachdem wir jetzt auch schon besser geschützt sind. Als nächstes jetzt auf den Angriff gesetzt. Dann verkaufe ich auch nochmal seine alte Waffe, wo ich gerade noch dran denke. Aber noch ein klein bisschen Mida in der Hinterhand. Gut. Und dann geht's die Straße weiter entlang. Irgendwie ist es ziemlich stockend heute. Vor allem immer, wenn ich gerade aus dem Gebäude rauskomme. Auch zwischendurch habe ich mal so kleine Mikro-Lags. Weiß nicht, woran das liegt. Eigentlich genug Platz auf Festplatte und Alben sollte sein. Der Rechner ist auch irgendwie nicht wirklich überlastet. Deswegen,
Aber das hat das Spiel in letzter Zeit bei Aufnahmen öfters immer gehabt. Vor allem, wenn ich aus Gebäuden raus bin, beim Laden der Umgebungskarte dann, dass es stockt. Jetzt scheint es sich beruhigt zu haben. Endlich kann ich nach Crosspit zurück, jetzt wo ich mit den meinen Geschäften hier fertig bin. Aber ich sollte noch Souvenirs für meine Familie kaufen, bevor ich zurückkehre. Wir sind zwar in ein schönes Haus gezogen, aber ja, ich schulde Sunita und Crail immer noch etwas für all den Ärger, den ich ihnen verursacht habe. Sind diese beiden genannten Personen, welche die in den Crossbell-Spielen vorkommen, die leider noch kein offizielles englisches Release haben, wenn du aus Crossbell kommst? Und tauchtest du da auch auf, Mr. James Bond? Sunita und Crail. Sunita und Crail. Der Name-Drop hier wird nicht gänzlich für umsonst sein, denke ich mal. Die werden bestimmt auf irgendeine Art und Weise entweder aufgetaucht sein in vorherigen Spielen. Oder da wir ja wissen aus dem Prolog von diesem Spiel, dass ein Angriff auf Crosspit erfolgen soll, wird vielleicht noch irgendwie auch eine Story-Verlagerung nach Crosspit, vielleicht nicht in diesem Teil, aber vielleicht in den nächsten Teilen von Cold Steel noch vonstatten gehen. Es ist Tradition, Geschenke den Leuten aus der Nachbarschaft während des Sommerfestivals zu geben. Und deswegen kaufe ich jetzt hier Geschenke, damit ich nicht als schädlicherweise nicht die Einzige bin, die keine Geschenke zum Überreichen hat. Oh ja, ich muss auch einige Geschenke für die Leute beim Arbeitsplatz meines Ehemanns kaufen. Okay, das nochmal dasselbe. Weitere Kunden hier unten? Ne, der Rest sind die Ladenbesitzer. Okay, der einzige. Der einzige Kunde, den wir bekommen, der wirklich auffällt, ist dieser eine coole, intellektuell aussehende Kerl. Stimmt, war das dir, die sich aufgeregt hat, dass sie kaum irgendwelche großartigen Kunden haben, außer ab und zu mal den Gouverneur oder so? Ah. Okay. Hatte sie das nicht schon erwähnt gehabt? Aber wie sich herausstellt, ist er tatsächlich der Gouverneur von Heimdall. Und ich hatte gerade erst hier mit Arbeit angefangen, deswegen hatte ich ja gar keine Ahnung. Scheint so, als wäre er ein Fan unseres Cafés gewesen, noch bevor wir überhaupt eine Ladenkette wurden. Schätze mal, unser Gouverneur ist ein Kaffeeliebhaber. Er bestellt immer eine ganz besondere Sorte oder Marke. So, die hat Sachen zum Kochen verkauft. Willkommen im Plaza Bifrost. Während des Sommerfestivals werden wir Erinnerungsgeschenke an unsere Kunden überreichen. Deswegen bitte sammelt auch euers gerne ein. Also müssen wir morgen auf jeden Fall auch hierher, um ein Geschenk zu erhalten. Ich meine, Geschenke aus einem Schnöselladen, das wird irgend so ein kleines billiges Plastikwerbegeschenk wahrscheinlich sein. Zumindest wenn das hier in unserer Realität spielen würde. Der Name Bifrost oder Bifrost, wie auch immer man ihn aussprechen will, der bezieht sich auf eine legendäre Regenbogenbrücke, die, von der man sagt, dass sie Krieger zum Sieg geführt hat. Als der Krieg der Löwen endete, im Emperor Dreichel triumphierend über jene Straße gelaufen sein, um das Ende des Krieges zu feiern. Und das war der Grund, oder das ist der Anlass, dass dieser Laden den Namen bekommen hat. Denn diese Straße hier war gewissermaßen die Brücke, die ihn zu seinem Sieg geführt hat. Und morgen ist auch der Jahrestag des Endes des Krieges. Deswegen, warum kaufen sie nicht etwas, um zu feiern? Am Ende dann doch Geschäftsmann. Ja, der Sieg von Emperor Dreichel im Krieg der Löwen gab diesem Laden seinen Namen. Warum kaufen sie nicht also ein Souvenir oder zwei, das Jubiläum morgen zu feiern? Die Imperial Chronicle, die Geschichte der Imperial Chronicle reicht bis zurück in das Mittelalter. Oder in die Mittelalters, Middle Ages. Ja, es begann als ein Magazin, das sich ausschließlich an Adelige richtete. Und seither informiert und bereichert es die Geister der Bevölkerung von Erebonia täglich. Oder seit jenen Zeiten eben. Jetzt ist sie eine weithin gelesene Nachrichtenzeitung.
Aber es war einst ein Magazin für die Adeligen. Es ist ziemlich erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, wie viele Jahre oder wie lange Zeit sie schon ja, das Wissen mit den Leuten von Erebonia teilt. Was gab es hier nochmal zu kaufen? Okay, habe ich alles schon im Inventory. Also keine neue Imperial Chronicle aufgetaucht. Veröffentlicht ja scheinbar nur einmal pro Woche oder pro Monat, wenn ich sogar. Jäger sind praktisch super fähige oder super skilled Söldner. Solange man den richtigen Preis zahlt, tun sie so ziemlich alles. Es gibt einige Länder, die ja, die ihre Verwendung oder ihre Anheuerung verbieten. Aber nicht so Erebonia. Schließlich ist das ja auch ein Land, für das es völlig okay ist, wenn die Reichen ihre eigenen persönlichen Privatarmeen aufbauen. Ja, also Verträge mit Jägers hier in Erebonia zu knüpfen, ist nicht verboten. Es gibt sogar Gerüchte, dass die Regierung sie von Zeit zu Zeit benutzt oder anheuert. Benutzen klingt also falsch. Use, anheuern. Die meisten Zutaten, die wir hier benutzen, werden über den Heimdall-Hafen hergebracht oder kommen über den Heimdall-Hafen zu uns. Ja, so nützlich die Züge und Luftschiffe auch sind, es ist definitiv die beste Variante, Seafood über Boote herzubekommen. Also ist Heimdall doch irgendwie über Wasser oder mit dem Meer verbunden? Aber das muss dann wahrscheinlich eher ein riesiger Fluss sein, der irgendwo über den Silmarillianischen Kontinent dann hinaus in irgendein Meer fließt oder irgendwie sowas. Weil Heimdall ist doch hier eigentlich ziemlich mitten von Land umgeben, oder nicht? Habe ich die Karte falsch in Erinnerung? Das nächste Mal, wenn wir irgendwie eine Karte von Erebonia sehen, wenn wir wieder von Trista im Bahnhof oder sowas sind, dann muss ich mir das nochmal angucken. Ja, wie Heimdall sozusagen einen Schiffhafen haben kann. Ja, weil so bleibt das Seafood schön und frisch oder so. Wir haben normalerweise auch Zeug von Ortiz und Sutherland, die per Boot hergebracht werden. Und dadurch ist es sehr viel günstiger, als wenn es per Zug transportiert wird. Gut, das entspricht tatsächlich auch ein bisschen der Realität. Schiffspost, auch wenn sie deutlich länger dauert. Wenn ich daran denke, wie ich meine Einkäufe aus Japan dann nach Deutschland verfrachtet habe, habe ich auch die meisten Pakete per Schiffspost verschickt. Ach, einfach, weil es günstiger war. Auch wenn es Monate Zeit gekostet hat. Dummerweise waren es dann auch die beim Zoll hängen geblieben sind und für die ich Nachzahlung machen musste. Deswegen, wenn sie durch den Zoll über Luftpost leichter durchgekommen wären, wäre vielleicht am Ende sogar die Luftpost günstiger gewesen. Und dann sogar schneller. Schneller und günstiger. Sehe sich an all diese Geschäfte an. Ja, da fällt mir die Wahl wirklich schwer. Man könnte den ganzen Tag damit verbringen, sich jeden Einzelnen genauestens anzuschauen. Sagt dieser Kunde. Ich habe heute einige wirklich schöne Kaffeebohnen gekauft, deswegen ich bin zufrieden. Ich kann es nicht erwarten, nach Hause zu kommen und sie auszuprobieren. Ja, die Leute von Erebonia sind dafür bekannt, dass sie Stärke und Austerity. Austerity. Strenge. Enthaltsamkeit, Entbehrung, sowas kann es alles sein. Wertschätzen oder anhimmeln. Und das drückt sich auf jeden Fall in der Atmosphäre dieser Stadt aus. Womöglich liegt das am Einfluss der Adeligen und ihrer Kultur. Gut, das ist dasselbe. Du hattest Schmuck verkauft. Ja, ich glaube, da bin ich momentan ganz gut aufgestellt. Da gab es ja ganz teure Dinger in, wo war's gewesen? In der anderen Stadt wurde das bekannte Juweliergeschäft war, oder war das auch hier irgendwo noch gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann sogar hier gewesen sein. In Heimdall. Lepanto und Co. ist, ist so berühmt, dass ihnen die Inneneinrichtung von Embassies, von Botschaften und von Rezeptionshallen und so weiter, Eingangshallen überlassen wird. Und es heißt, dass sie auch jedem ihrer Projekte, dass sie auch geschickt darin sind,
jeden ihrem Projekt da einen gewissen erebonianischen Touch zu verleihen. Ich frage mich, ob sie wohl auch sich um das Design meines Hauses kümmern könnten. Wenn ihr die Botschaften selbst sehen wollt, die sind drüben im Sunk District. Direkt in der Nähe vom Adeling District. Danke für die Info, schätze ich mal. Es gab 1, 2, 4 in der Bracer-Gilde hier in Heimdall. Unglücklicherweise sind beide weg. Das ist wirklich schade. Während meiner Arbeit habe ich einige Bracer kennengelernt. Ich frage mich, was sie jetzt wohl treiben. Es ist schon einige Zeit her, dass die Gilde geschlossen wurde hier. Ich frage mich, was sie wohl alle tun. Eine scheint Lehrerin an der Akademie der Tors geworden zu sein. habe ich noch 2 von den Celestial Bombs. Auch nicht genug Geld. Reviving 4. EP-Charge habe ich genug. Ich habe wirklich nicht so viele Heilungsdinger. Fällt mir da so auf. Generell wären Celestial Bombs mit K.O. 5000 heilen. Gut, aber dafür ist mir jetzt, sind mir die Mira ein bisschen zu schade. Wir sind hier nicht bei Genshin Impact. Mira und Mora. Fällt mir jetzt erst auf. Das ist ein bisschen ähnlich, die Währung von den beiden. Gut, dann habe ich hier mit allen gesprochen. Ja, mit euch habe ich gesprochen. Dann sind wir im Bifrost fertig. So, mit dir hatte ich gequatscht, der hier du davor stehst. So schön diese Straße auch ist, ich habe doch ein wenig Sorge wegen dieser Orbel-Autos. Was, wenn sie jemanden, umfahren bei dieser Geschwindigkeit? Dafür wurde ja letztes Jahr, oder wann war es, das Verkehrsgesetz erlassen? Wie ich sehe, sind die Gerüchte von der Großartigkeit der Vancouver Street nicht übertrieben. Was für eine exzellente Straße für das Sommerfestival. Wirklich großartig. So, genau, das Imperial Chronicle Gebäude haben wir da noch. Ich glaube, mit dir hatte ich auch geredet. Bin mir nicht mehr sicher, aber gut, da geht's dann raus. Schauen wir mal in die Imperial Chronicle rein. Oh, ich schätze mal, hier versucht jemand Annabelle zu finden, wa? Butler Kerrigan. Ja, mein Name ist Kerrigan und ich habe eine Schalte vor ein paar Tagen in ihrer Zeitung eine Personensuche geschaltet, weil jemand vermisst ist. Hat sie jemand schon irgendjemand schon kontaktiert wegen Informationen zu Lady Annabelle? Und die Antwort darauf ist... Wo komme ich an sie ran? Ja, wir haben ihre Anfrage erhalten. Bitte setzen Sie sich doch ins Wartezimmer. Ich werde die entsprechende Person herrufen. Hat das sogar die Imperial Chronicle als eine Art Privatdetektive für die Suche nach Lady Annabelle also angeheuert? Oh verdammt, ich sollte mich für das Treffen mit Claude bereit machen. Er ist derjenige, der die Handelskonferenz in Crossbell für uns überwachen wird oder wo er als Korrespondent hingeht. Aber hier haben wir morgen das Sommerfestival. Und deswegen müssen wir auch die Layouts dafür überlegen. Ja, voll in Arbeit und voll beschäftigt. Und wahrscheinlich wird Dream wieder sagen, genau, wir sollten da nicht ohne Erlaubnis hoch. Dann tun wir das auch nicht. Okay, dann sind wir hier durch. Da gucke ich nochmal ganz kurz, welches Viertel war denn die zweite Nebenquest gewesen? Made for Walking sind wir dabei. Im Ostdistrikt war das gewesen. Okay. An der Alto Street kommen wir her. Da wir sowieso alles besuchen wollen, gehe ich einfach mal von oben nach unten runter. Das heißt, Ostdistrikt ist dann erst das übernächste. Wobei, nee, Flo, erinnere dich an den Vergangenheitsflo von der letzten Aufnahme, auch wenn das schon ein paar Tage her ist. Der wollte erst die Nebenquests annehmen, weil vielleicht führen sie einen sowieso in ein anderes Viertel nochmal. Deswegen machen wir erst den Ostdistrikt, erst Nebenquestviertel und dann beginnen die richtigen Quatschrunden in den anderen. Die Leute nennen diesen Ort hier die Altstadt, aber zumindest ist die Miete billig.
Klar, hier ist alles alt, aber lebendig. Viele Leute... Was? Lots of people who work here to support... Ich habe das Gefühl, dass da irgendein Verb fehlt, aber nun gut, Englisch ist nicht meine Main Language. Es hier arbeiten auch viele Leute, die auch ihre Familien in den Provinzen zu Hause mit ihrer Arbeit unterstützen. Aber das gibt natürlich den Adligen einen weiteren Grund, von oben auf uns hinabzublicken. Und wir leiden deswegen ganz schön. Und das ist etwas, was ich niemals vergessen werde. Niemals. Ja, das ist das Umfeld, in dem Macias groß geworden ist. Die Adligen schauen immer auf uns herab und haben uns für eine lange Zeit nun schon leiden lassen. Aber Karl hat dafür gesorgt, dass sie in ihre Schranken gewiesen werden. Das hat sich gut angefühlt. Also der Governor. Karl. Ach ja, stimmt, hier können wir dann noch anderweitig schnell reisen. Wen haben wir denn hier? Ach, verflucht. Ich wurde zur schlimmsten Zeit von den schlimmsten Kindern hier abgefangen. Dabei muss ich doch noch weitere Auslieferungen erledigen. Aber diese zwei schaffen es immer, meine ganze Zeit aufzufressen. Ich muss ihnen irgendwie entkommen. Können wir sie vielleicht ablenken? Hilf uns doch, Johnny! Ich habe meine Arbeit zu erledigen. Und außerdem ist es die Arbeit der Lokalregierung, die Stadt zu dekorieren, nicht wahr? Warum sollte ich euch aushelfen? Na, weil wir Nachbarn sind. Das ist kein guter Grund. Komm schon, Johnny. Du hilfst uns doch immer aus. Wie kannst du uns jetzt im Stich lassen? Es wäre doch mies, wenn der Ostdistrikt der einzige Ort ist, an dem nicht dekoriert wird, nicht wahr? Wir müssen dafür sorgen, dass Johnny uns hilft. Sollst du was zu denen zu sagen? Okay, das ist nochmal dasselbe. Ist ja noch auf der Straße draußen wer? Ein paar Leutchen, ja. Ich glaube, da laufe ich erstmal nach hinten und zäune das Pferd von hinten auf. Zäune das Pferd von hinten auf? Sagt man das so? Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas falsch dran ist an dem Ausdruck. Ah, Moment mal, hier ist ja eine Katze. Du bist aber nicht die vermisste Katze, die wir dann gleich für die Quest suchen sollen, oder? War doch eine Suche nach vermisster Katze. Ja. So, da haben wir die Möchtegern-Gangster. Ja. Oder bist du dann die vermisste Katze? Ich schätze mal, die wird dann erst noch frisch und neu auftauchen. Und, was planst du für das Sommerfestival? Oh ja, ich weiß was. Wir sollten einfach hier warten und alle erschrecken, die hier entlang kommen. Sei doch kein Idiot. Wir wollen keine Störenfriede sein. Jetzt auf einmal einen auf lieb und ernst machen? Tut mir leid. Ich sag dir, was wir tun werden. Wir werden uns in den, unseren Weg in den Pub durchschlagen. Am frühen Morgen und dann Ginger Ale bestellen. Was? Oh, das ist so cool. Das würden ja wirklich nur absolute Super-Draufgänger machen. Am frühen Morgen in den Pub zu gehen. Was glaubst du, wen ihr anglatzt, hä? Verrat irgendjemand, was wir gerade besprochen haben, und du bist tot. Hast du gehört? Tot! Als ob ich je daran gedacht hätte, dass jemanden zu verraten. Aber viel wichtiger, habt ihr zwei jemals an eure Zukunft gedacht? Irgendwann muss jeder mal erwachsen werden. Jetzt fang ihr nicht mit lies mir nicht die Leviten oder so. Fang ihr mir nicht mit einem Vortrag an. Wir können tun, was auch immer wir wollen, also verschwende. Eine großartige Idee. Der Besitzer vom Pub wird gar nicht wissen, wie ihm geschieht, wenn wir dort am Morgen auftauchen und Ginger Ale trinken wollen. Da würdet ihr wirklich auch einbrechen und Schlösser öffnen und so? Würdet ihr so weit gehen? Sobald man einmal eine Grenze überwindet? Hier lebt momentan niemand. Wir sollten uns auf unsere Feldforschung konzentrieren. Tja. Warum sagt mir mein Gefühl, dass wir in Macias Haus auch noch reinkommen werden? Hallöchen. Ich freue mich schon auf den Start des Sommerfestivals morgen. Ich meine, es ist nun mal die einzige Zeit des Jahres, wo wir tatsächlich jemals Touristen hier in dem Distrikt sehen. Ja, und das sorgt dann natürlich dafür, dass so eine
hübsche Business-Dame, die frisch im Geschäft, das Geschäft hier leitet, Hoffnung auf bessere Verkäufe hegt. Schönheit. Warum hinterfragst du genau den Teil? Ja, wir haben keine Touristen hier in dem Viertel, außer irgendwas Besonderes geht vor sich. Deswegen freue ich mich schon auf morgen. Du hattest hier auch solche Sachen du warst hier zum Umwandeln. 500 EP. Ja, da habe ich auch 6 von, das lohnt nicht so wirklich. Okay, ich habe aber 10, die 8000 heilen. Okay. Ich könnte noch 2 EP Charge 2 herstellen. Ich meine, EP Charge 1 werde ich eh nicht verwenden, weil das viel zu niedrig ist, daher mache ich das einfach mal. Haben wir 15 von denen, dann kann ich auch ruhig. So, dann haben wir 17. Schade, ein Reviving Ball mehr und wir hätten einen Celestial. Aber na gut.